liebe Kochfreunde, heute machen wir mal wieder ein altdeutsches klassisches Rezept. Und zwar Rinderroulade. Ich fülle die noch ein bisschen mit Hackfleisch, aber sonst ganz klassisch mit Speck und Gurke. Kocht in einer Soße aus Rotweinbrühe und mit etwas Gemüse. Lecker deutsches Rezept. Viel Spaß beim Nachkochen. Wir sehen uns. Und Pfeffer dran. Senf bestreichen. Jetzt kommt die Hackfleischmischung. Mit Salz, Pfeffer und Creme Fraiche drauf verteilt. In die Mitte eine Gurke. Und das Ganze aufrollen. Erstmal stecke ich hier mit dem Zahnstocher fest. Wenn sie alle fertig sind, dann packe ich sie noch schön wie ein Paket mit Schnur ein. So, hier haben wir die Rouladen jetzt schön mit Garn umwickelt und im Bräter drinne. So braten wir die jetzt an, dann wird mit Wein abgelöscht und dann kommt noch Gemüse dazu und ein bisschen Rinderbrühe. So, jetzt haben wir die Rouladen schön angebraten, jetzt löschen wir mit Wein ab. Und das Gemüse, was ich hier vorbereitet habe, das sind Zwiebeln, Mohrrüben und Porree, das kommt drüber. So, jetzt kommt noch ein bisschen Brühe mit Tomatenmark versetzt drüber. Und der Deckel drauf. Und für anderthalb Stunden bei 180 Grad in den Ofen. So, nach anderthalb Stunden sind die leckeren gefüllten Rouladen mit dem Gemüse fertig und wir können anrichten. Ich habe noch ein paar Salzkartoffeln dazu gekocht. Leckere Rindsroulade mit Gemüse und Salzkartoffeln. Die Soße ist aus Rotwein und Brühe. Sehr leckeres, altes, deutsches Gericht.